Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Bildungsverwaltung investiert 12 Millionen Euro in Sommerschulprogramm. Senat beschließt neues Vergabeverfahren für S-Bahn. Und das Wetter? Morgen erwartet uns ein nur leicht bewölkter Himmel. Dabei steigen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am 27. Mai 2020. Für die von der Senatsverwaltung für Bildung geplanten Sommerschulen stehen 12 Millionen Euro zur Verfügung. Das Programm soll Schülern aus sozial benachteiligten Familien ermöglichen, einen Teil des versäumten Schulstoffs in den Ferien nachzuholen. Zusätzlich rund 8 Millionen Euro sind für die sogenannten Lernbrückenprojekte vorgesehen. Diese sollen die Förderung von Schülern ermöglichen, die zu Hause beim Lernen wenig Unterstützung bekommen. Zudem sollen rund 9.500 Notebooks für Schüler aus sozial benachteiligten Familien angeschafft werden. Das Programm hat Bildungssenatorin Sandra Scheres mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung gestartet. Laut der Senatorin dürfte die Krise nicht dazu führen, dass Kinder ins Hintertreffen geraten. Mit Geld aus dem Nachtragshaushalt stünden genug finanzielle Mittel zur Verfügung, um die negativen Folgen der Corona-Pandemie abmildern zu können. Der Berliner Senat einigte sich am späten Dienstagabend endgültig auf ein neues Vergabeverfahren für die S-Bahn. Dieses würde die beiden Teilnetze Nord-Süd und die Stadtbahn betreffen. Ziel des neuen Konzepts sei ein gerechter und effektiver Wettbewerb mit vernünftigen Preisen für die Fahrgäste, wie die Verkehrssenatorin Regine Günther erklärte. Dabei solle jedoch weiterhin eine gute Qualität des Angebots sichergestellt werden, so die Grünen-Politikerin. Der bisherige Vertrag mit der S-Bahn Berlin GmbH, einer Tochter der Deutschen Bahn AG, war bereits Ende 2017 ausgelaufen. Die künftigen Verträge über den Betrieb sollen 15 Jahre lang laufen, die Verträge zur Instandhaltung 30 Jahre. Bereits im November 2019 hatte der rot-rot-grüne Senat Eckpunkte des Konzepts beschlossen. Anschließend waren noch Abstimmungen mit dem Land Brandenburg nötig. Den Fahrzeugpark von mindestens 1.309 S-Bahn-Wagen will das Land Berlin kaufen. Die Ringbahn wird nach einer Ausschreibung vor einigen Jahren weiter langfristig von der S-Bahn betrieben. Im Nord-Süd-Netz soll der neue Betreiber ab Dezember 2027 fahren, auf den Linien der Stadtbahn im Februar 2028. Betroffen von den Änderungen sind unter anderem die Linien S1, S3, S7 und die S9. Zahlreiche Busunternehmer haben am Mittwoch mit einer Protestfahrt durch Berlin für mehr staatliche Unterstützung in der Corona-Krise demonstriert. 300 Reisebusse seien auf drei Routen zum Regierungsviertel gerollt. Dort haben sich die Vertreter der Branche mit mehreren Bundestagsabgeordneten getroffen, um über die aktuelle Lage zu diskutieren. Neben anderen Verbänden hat der Internationale Bustouristikverband sowie die Gütegemeinschaft Bustransport auch in anderen Städten zu Protesten aufgerufen. Die Branche leidet massiv unter dem ausbleibenden Reiseverkehr in der Corona-Krise und fordert vom Staat finanzielle Soforthilfen, die nicht an Kredite geknüpft sind. Laut der beiden Verbände kostet der staatlich verordnete Stillstand der Reisebusse täglich 2,3 Millionen Euro. Die Busunternehmen hoffen nun darauf, dass die Bundesregierung entsprechende Hilfen zur Verfügung stellt. Die Berliner Corona-Ampel könnte ein Beispiel für andere Weltstädte werden. Der Regierungschef Michael Müller stellte das Modell den Berliner Partnerstädten in einer Videokonferenz vor. Darunter waren unter anderem London, Los Angeles, Istanbul, Paris und Moskau. Zugeschaltet waren meist die jeweiligen Bürgermeister und Gesundheitsexperten. Wie Müller erklärte, können die Metropolen im Umgang mit der Pandemie viel voneinander lernen. Daher sei ein internationaler Austausch besonders wichtig. Den Angaben zufolge war es die zweite Telefonkonferenz dieser Art seit Beginn der Pandemie. Diesmal sei es um die Frage gegangen, wie Risikogruppen auch bei gelockerten Kontaktbeschränkungen geschützt werden könnten. Das neue Ampelsystem berücksichtigt die Zahl der Neuinfektionen, den Anteil der freien Intensivbetten und den Reproduktionswert. Sollten zwei der Werte im roten Bereich sein, müssten wieder mehr Maßnahmen zur Eindämmung verhängt werden. Kommen wir nun zu den Wetteraussichten. Heute Nacht sieht der Himmel zu und es kann örtlich zu vereinzelten Schauern kommen.
Die Temperaturen steigen auf maximal 8 Grad. Morgen erwartet uns ein überwiegend freundlicher Tag. Nur vereinzelt kann der Himmel zuziehen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 20 Grad. In den kommenden Tagen können neben längeren sonnigen Phasen auch mal Wolken aufziehen. Stellenweise müssen Sie mit Regenschauern rechnen. Das Thermometer zeigt Freitag nur noch 19 und am Samstag dann 18 Grad an. Am Sonntag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Dazu gelegentlich Regenschauer bei gleichbleibenden Temperaturen von bis zu 18 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bis morgen.